Servus Freunde des verführerischen Grillduftes. Es ist wieder Samstag, 18.20 Uhr, meine Zeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, was habe ich heute vorbereitet? Heute gibt es bei mir einen Salat, und zwar einen winterlichen Salat vom Grill. Und ja, was ich dafür alles an Zutaten benötige, das seht ihr hier unten. Und dafür müsst ihr wieder ein bisschen näher anschauen. Ja, Freunde, dann haben wir hier die Zutaten. Einmal die Kaki-Frucht, ähnelt so ein bisschen vom Geschmack her einer Pflaume. Kürbiskernöl, frischen Basilikum, Honey Mustard Soße aus der Blue Hawk Reihe von Big J Seasoning, Pinienkerne, Schafskäse, ein scharfes Messer und ein Brett. Ja, das waren die Zutaten. Jetzt widmen wir uns der Kaki-Frucht. Die werde ich jetzt anschneiden für den Grill. Und ja, dafür, ihr wisst es, müsst ihr unten nochmal schauen. Ja, Freunde, und bevor ich die Kaki-Frucht schneide, wollte ich euch noch einmal dieses schöne Brett zeigen, was ich vom Jan beim letzten Werksverkauf mitbekommen habe. Hier handelt es sich um ein Eichenbrett mit einer Saftrille ringsherum. 50 x 40 x 5 cm, gefertigt in einer kleinen niedersächsischen Manufaktur. Ich werde euch das in der Videobeschreibung von diesem Rezeptvideo natürlich verlinken. Und natürlich auch, wo ihr dieses Brett beim Jan bestellen könnt. Sehr schöne Maserung. Griffmulden auf beiden Seiten, rutschfeste Füße. Einfach ein tolles Brett. Ja, Freunde, kommen wir zur Kaki-Frucht. Das schneiden wir hier oben. Deckel, sage ich jetzt ganz einfach mal, schneiden wir einmal ab. Dann werde ich die ganze Frucht vierteilen. So schaut das Ganze aus. Den Strunk werde ich hier oben entfernen. So, dann werde ich die noch einmal halbieren. So, das werde ich jetzt mit allen Vieren machen und dann hole ich euch wieder mit dazu. Ja, Freunde, alle aufgeschnitten, die wandern jetzt hier wieder rein und dann nehme ich die mit rüber an den Broilking-Riegel 690 XL, der hinter mir aufheizt, und ja, werden wir die dann mal mit ein paar schönen Röstaromen versorgen. Also, mitkommen. So, Freunde, am Grill angelangt, kommen auch hier die Stücke der Kaki-Frucht drauf. Die werden wir jetzt hier ein bisschen angrillen, mit ein paar Röststreifen versehen. Oh, das riecht schon gut und geht auch schnell, denn ich habe hier volle Hitze gegeben. Da müssen wir jetzt immer aufpassen, dass wir das ein bisschen in Bewegung halten. Nebenbei werde ich auf der Seitenkochstelle von meinem Broilking in einer gusseisernen Pfanne noch ein paar Pinienkerne anrösten. So ein, zwei Minuten. So, zwischendurch immer umrühren. Ihr seht schon, leichte Röstaromen kommen ran. Oh, das riecht auch herrlich. Wir wollen nicht, dass die verbrennen. Die sollen nur leicht angebräunt sein. So, noch einmal rübergehen. Jawohl, das reicht mir schon. Ich zeige euch das einmal. Ja, Freunde, und das reicht auch schon. Mehr möchte ich da gar nicht dran haben an Röstaromen. Die kommen jetzt wieder runter. Zwischendurch auch einmal drehen. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze verbrennt. Wir wollen dann ein paar Röstaromen dran haben. Ein paar schöne Zierstreifen, so wie jetzt hier hinten. So, Freunde, und wenn das Ganze so ausschaut, dann sind wir auch schon fertig. Richtig schöne Röstaromen mit drauf. Lecker, lecker, lecker. So, Grill aus. Zange beiseite. Das duftet schon herrlich. Und jetzt
kommt es ja noch ein bisschen näher. Dann bauen wir unseren Salatteller zusammen und ja, dann werde ich mit euch probieren. Da opfere ich mich immer gern, das wisst ihr. So, dann wollen wir mal den Teller zusammenbauen. Als erstes kommen jetzt hier die Stücke der Kakifrucht mit drauf. So, dann kommt der Käse. Ja, da möchte ich noch einen hin haben. Dann kommen da ein paar frische Basilikumblätter mit rein. Hier geblieben. So. Gefolgt von der Honey Mustard Soße. Da kommen ein paar Spritzer mit drauf. Dann kommt noch ein wenig Kürbiskernöl. Und on top die angerösteten Pinienkerne. Ich würde sagen, lecker, lecker, lecker. Ein richtig toller Beilagensalat oder auch als Hauptspeise. Den probiere ich jetzt für euch. Ja, Freunde, bewaffnet bin ich. Jetzt opfere ich mich einmal für euch. Versuche mal von allem etwas auf die Gabel zu bekommen. Ich finde, ein herrlich winterlicher Salat. Die Kombi, in meinen Augen perfekt. Die Süße der Frucht, der Käse, Basilikum ist schon mega, aber die angerösteten Pinienkerne dazu. Ich sage euch, ein Träumchen. Also die hauen mich am meisten um. Die bringen richtig Geschmack mit ran und das Kürbiskernöl natürlich auch. Und die Honey Mustard Soße von Big J Seasoning aus der Blue Hawk Reihe gibt ein richtig schönes Finish mit dran. Ja. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Der ein oder andere von euch wartet wahrscheinlich schon seit Beginn des Videos darauf. Ich hatte neulich mal angeteasert. 1111 Abonnenten. Und ich möchte mich da bei euch bedanken. Und ja, da haue ich ein kleines Geschenk raus. Und einen von euch wird es treffen. Der darf sich freuen. Und zwar unter allen Kommentaren, die sich unter diesem Video befinden, werde ich mir persönlich das Schönste raussuchen, was mir am besten gefällt. Ja, und der oder diejenige, die es dann trifft, darf sich freuen über was? Trommelwirbel. Ihr habt es eben schon im Video gesehen. Über dieses wunderschöne Schneidebrett von Big J Seasoning, 50 x 40 cm, 5 cm hoch, Eiche, rustikal, ein tolles Stück. Ich bedanke mich da auch noch einmal bei dir, Jan, dass du das möglich gemacht hast. Und ja, das soll nicht alles sein, denn diesen wunderschönen Blue Hawk Weihnachtspullover gibt es on top noch mit drauf. Ich finde den klasse. Ja. Steht mir, oder? Ich komme mal wieder ein bisschen näher. Ja,
wie gesagt, schreibt mir ein schönes und vor allem freundliches Kommentar unter dieses Video. Ihr habt bis kommenden Freitag 23.59 Uhr dafür Zeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Alles, was danach kommt, fließt nicht mehr in meine Auswahl mit ein. Eins noch, in dem Video nächste Woche werde ich dann auch meine E-Mail-Adresse bekannt geben, nachdem ich den oder die Gewinnerin bekannt gegeben habe. Bitte an diese E-Mail-Adresse eure Adresse schicken, denn der liebe Jan wird es direkt aus Visselhövede an euch versenden. Und ja, eine kurze Sache noch zu diesem Brett. Schaut da bitte auch, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt hatte, in die Videobeschreibung, denn derjenige, der diese Bretter für den lieben Jan fertigt, ist dort natürlich auch mit erwähnt. Ja, in dem Sinne, ich bin durch, hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Nächste Woche, wie gesagt, 18:20 Samstag, schaut da unbedingt vorbei, wenn ihr wissen wollt, was ich Leckeres gemacht habe und ob ihr vielleicht derjenige oder diejenige gewesen seid, ja, der dieses wunderschöne Brett und diesen Weihnachtspullover bzw. Hoodie, in dem Sinne muss man ja sagen, gewonnen hat. Ich werde mir das jetzt zusammen mit meiner Frau in die Figur kloppen. Waschmaschine ist auch fertig, piept im Hintergrund. Ich kann mich wieder einsauen. Bis nächsten Samstag. Gehabt's euch wohl. Euer Stefan. Ciao.